Oh, ich muss dir unbedingt auch mal so ein Buch schenken. Lerne reimen, ohne zu schleimen. Nee, ich krieg, glaube ich, demnächst mal wieder das Buch mit den Abhandlungen zu Murphy's Law raus und... Ach man, oh ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Und ich könnte ja rein theoretisch dieses eine ganz hässliche, ultradicke Witzebuch rausholen, aber das wäre doch zu sehr kopiert und ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Wie schon einmal, wie des Öfteren schon mal erwähnt, Herr Okam, es gibt Grenzen. Richtig. Und man muss sich nur trauen, sie zu überschreiten. Oh, warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Weil du mich kennst. So, was werfen wir weg? Slimeballs. Es ist schön, wenn man an dem Punkt angekommen ist, was schmeiße ich weg? Slimeballs habe ich sowieso genug von. So, nun aber. So, jetzt fängt unsere Pumpe an zu pumpen und wir benutzen unseren Liquid Tesseract. Und dasselbe Spiel. Die Metmaschine pumpt. Nein, wir haben kein Met, wir haben Öl. Ach, lass dich auch trinken. So schönes Schlückchen. Und W40, ne? Warum nicht? Schönes Schlückchen WD40. Damit alles besser geschmiert ist im Getriebe. So, und die pumpt jetzt lustig vor sich hin und pumpt die Ölversorgung ab. Achso, was ich ja noch gucken muss, was ich hier vergessen habe. Warte mal, F9. Woher wusste ich es? Woher habe ich es genau gewusst, dass das Ding in 4 Chunks steht? Sehr schön, so. Taste C. Ich gewöhne mich langsam an den Minium Stone. Bin noch heute noch nicht einmal zurück in eine Butze gerannt, wenn ich was bauen musste. Der wird geladen, der wird nicht geladen, der wird nicht geladen. So, die Küste hier muss noch etwas verschönert werden, vor allem die ist mir zu geradlinig. So, jetzt werden noch alle 4 Chunks geladen. Etwas abenteuerliche Konstruktion, ich weiß, aber hey. Wenn es funktioniert. Hauptsache, wir kriegen Öl. Genau, und schlimmer als so manches große Ölunternehmen kann es ja auch nicht laufen, ne? Ich wollte gerade sagen, verkneif's dir. Denn, ja, Grund, warum ich jetzt eigentlich so scharf auf das Öl bin, ist, naja, die Peatbog-Farm ist zwar schon effizienter, aber auch noch nicht effizient genug, um den Steamboiler am Laufen zu halten. Darum wird jetzt auf flüssigen Brennstoff umgestiegen. Und da wir hier so viel in der Gegend haben... Ja, mehr als genug. Kann ich ja schon mal anfangen, ihn zu ernten, hätte ich fast gesagt, abzupumpen. Lalalalalala. Hinein ins Flüssiglager. Welche Tanks so nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme die hier. Ich freue mich schon auf die erste Nacht, wenn man sich dann hier hinter die Hecke stellen kann und dahin steht. Zombies müssen draußen bleiben. Heute kein Gammelfleisch erlaubt. Preisfrage. Konnten die direkt damit interagieren? So. Ah, verdammt. Oh ja, sie konnten. Das heißt, theoretisch könnten sie noch über diese Ecke dann reinkommen. Aber ich glaube, das sollte minimal sein, das Risiko. So. Und schon haben wir Öl incoming. Jawohl! Wir werden doch noch reich! Ja, an Erfahrung sowieso. Dementsprechend habe ich hier auch schon mal die überschüssigen Steel Plates schon auch nochmal in High Pressure Boiler umgesetzt, weil der läuft mittlerweile schon wieder auf Blaze Rods, weil. Ja. Es hält zwar länger, weil sie ja mehr oder weniger 2,5 mal so viel Leistung bringen wie die Blaze Rods, aber reicht immer noch nicht ganz.
So. Und der Flüssigkeitsboiler lässt sich wesentlich einfacher. Ich habe das mal in der Creative Field ausgetestet, lässt sich wesentlich geschmeidiger am Laufen halten. So. Aber wo, hattest du nicht noch ein nettes Gesprächsthema auf Lager, was du vorhin vorgeschlagen hast? Ach, Euro. Haha. Ja, lass dich mal aus. Ich höre erstmal zu. Naja, was heißt mich auslassen? Es ist ja erstmal jetzt im Allgemeinen, was man jetzt so mitgekriegt hat. Erstmal die Nummer mit dem neuen 5-Euro-Schein, was ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich den größten Hohn überhaupt. Der neue Schein wurde eingeführt, ohne dass vorher, eigentlich ist das eine Sache, die im Vornherein passieren muss, bevor der neue Schein in Umlauf kommt. Ja? Die gesamten Automaten und alles dementsprechend passend umgestellt werden, dass die den erkennen. Also, ich habe ja schon von dem neuen einen. Gag? Und ja, ich habe auch schon einen davon in den Fingern gehalten. Ja, ich habe einen bekommen. Ich muss sagen, wo ich den gesehen habe, wäre es nicht Bayer Bank selbst gewesen, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, da will mir einer Falschgeld andrehen. Also das erste Mal, als ich das Ding in der Hand gehabt habe, habe ich mir gedacht, damit kann ich mir locker bei Monopoly die Parkstraße kaufen. Genau, das war so oder die Schlossallee. Zweiter Gedanke. Monopoly lässt grüßen. Ohne Scheiß. Also das ist... Ja, die sollen ja alle jetzt witzfrei so werden und fälschungssicherer. Aber man muss sagen, im Moment ist doch eigentlich das Paradies für Falschgeldmacher. Du kannst Fünfer machen, die noch nicht mal sehr gut aussehen müssen. Sie sind einfach nur bunt und kaum einer wird den Unterschied immer merken, außer schaut ihn sich wirklich genau an. Richtig. Und nein, wir wollen uns nicht zu Straftaten anleiten. Das ist böse. Oh ja. Nachher hast du doch, die auf YouTube haben das aber erzählt. Ja, nee. Nee, da distanzieren wir uns ganz klar und deutlich von. Aber sehr klar und deutlich. So, dann bleibt mir jetzt eigentlich ja schon fast nichts anderes übrig als... Du wolltest auch noch, weiter, was hast du gesagt, 1 und 2 Cent sollen ja abgeschafft werden. Ja, stimmt, genau. Ja, es war ja schon lange im Gespräch, dass sowas passieren soll. Jetzt hat ja auch die EU selber sich da mal zu breit gemacht und gesagt, die sollen jetzt weg. Gut, der deutsche Einzelhandel marodiert natürlich wieder. Richtig, weil die Preise dann doch gar nicht mehr so schön aussehen. Es sieht doch viel schöner aus, wenn da 4,99 steht statt 5 Euro. Richtig. Weil es unterbewusst suggeriert, hey, das ist günstiger. Ja, Preispsychologie und so ein Scheiß. Naja, Schwachsinn. Kaufverhalten und sowas, das ist nun mal so. Ne? Aber wie gesagt, dass sie die abschaffen wollen und was sie auch, ja, soweit ich mich informiert habe bis jetzt, ne? Dass sie auch 1- und 2-Euro-Stücke, also die Stückform, abschaffen wollen und dafür dann Scheine rausbringen. Ja, müssen wir alles von den Amis übernehmen? Mal ganz ehrlich. Ja, bei denen funktioniert es doch auch. Warum soll es dann nicht bei uns auch funktionieren? Noch mehr Papiergeld. Ja, überleg mal. Hab mal das, was du jetzt an Münzen im Portemonnaie hast, als Scheine. Ach du Kacke, wie willst du das denn dann noch runterkriegen? Das geht. Ja, das siehst aus, als wärst du mega reich. Das sind aber alles 1-Euro-Scheine. Oh, nee, danke. Also alles müssen wir uns echt nicht von dort holen. Nun eigentlich mit 1 und 2 Euro Münzen finde ich ganz sinnvoll. Aber die 1 und 2 Cent, klar, das ist Unsinn. Es ist Blödsinn oder schon ewig. Aber da sieht man halt die Macht des Einzelhandels. Ja, durchaus. So, ich fackel hier einfach mal so ein bisschen fröhlich durch die Gegend noch ohne Sinn und Verstand, das kommt später. Bitte? Ja, Mann. Ich hab irgendwann. Das überlassen wir unseren Zukunfts-Ichs. Wie oft muss ich das noch sagen? Es gibt kein zukünftiges Ich, es gibt nur mich zu allen Zeiten. Punkt. Das soll natürlich aussehen. Ah, nebenbei, in 5 Minuten haben wir unsere Aufnahmepause auch. Ah, ja, genau. Stimmt ja, denn wir machen heute Aufnahmen. Ja, die zweite Halbzeit. Genau. Wir machen heute Aufnahmen in Halbzeit. Wir machen dann gleich unsere Halbzeitpause. Ich fange hier schon mal an, noch ein bisschen Platz zu prügeln, weil ich brauche hier unten noch einen Raum, in dem ich dann noch Energie verfrühstücke, weil ich muss jetzt einfach anfangen, Recycler zu bauen. Es hat keinen Zweck, sonst kann ich die Quarry nicht durchlaufen lassen. Und das bringt uns dann ja auch nicht weiter. Nö, nicht wirklich so. Zack. Schocke, jocke, Hühnerkocke. Hä, was? So, hier kommt ein kleiner Schäkchen. Ich hab nichts gehört. Hast du was gehört? Nö, ich hab immer so ein komisches Rauschen auf den Ohren. Ja, das Hintergrund-Summen, ne? Ja, du weißt doch, Tinnitus und so weiter.
Das habe ich immer im Auge. Speziell, wenn ich dich sehe. Dito. Mensch, wir unterbieten uns ja heute mal wieder in den Flachwitzen. Warte, das bezeichnest du noch als Flachwitze. Ich würde eher sagen, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das bei uns ja schon normal. Ja, das sind doch keine Witze mehr. Die Witze, die buddeln sich Löcher und versuchen sich da drinnen dann umzubringen. Na komm, so schlimm ist es jetzt nun aber auch wieder nicht. Wir haben gerade mal die erste Halbzeit, ne? Was machen wir eigentlich in der dritten Halbzeit? In der Verlängerung! Verlängerung gibt's nicht! Auf in die dritte Halbzeit und so. Jo! Nee, aber wie gesagt, so. Thema hatte ich auch gerade, aber es ist mir jetzt wieder entfallen. Mist! Ja, gut, noch ein großes Thema anzufangen ist schon so eine Sache. Ja. Ich meine, gut, okay, also, das jetzt mit den 1- und 2-Euro-Stücken, es ist jetzt, ich meine, gut, früher hattest du ja früher auch. Du hattest ja einmal den 5-Mark-Schein. Och, war das noch schön. Und dann hattest du ja die Stücke. Richtig, ja. Das war sinnvoll. Ja, so haben sie es dann ja mit dem Euro auch gemacht. Aber wie gesagt, 1 und 2, es kann doch ruhig so bleiben. Ich habe schon wieder keinen Platz in der Tasche. Und ich habe keine Slimeballs zum Wegwerfen. Gammelfleisch. Da ist ein riesiges Lager, keine 50 Schritte von dir entfernt. Ah ja, ist in dem riesigen Lager Oakwood Leaves? Oakwood Leaves? Ja, ich brauche Blätter für die Hexe, siehst du, also. Nein, ich meinte aber, um das überschüssige Material loszuwerden. Ja, komm, Gammelfleisch, schwebt das schon. Da sagen wir doch mal ehrlich, ne? Hey, wir können mit der einen Maschine aus Industrial Craft 2 das Ganze in Kannen abfüllen. Und dann haben wir quasi Fleisch aus der Dose. Und das ist dann nicht mehr giftig. Aus Gammelfleisch wird Fleisch aus der Dose. Das sind jetzt politische Themen. Hey, ich hab den Mod nicht geschrieben. Nee, aber das ist eine geile Idee, muss man mal sagen. Ich habe ja auch schon gesagt, warum man das nicht macht, dass man das Zombiefleisch zum Beispiel in Milch einlegt. Irgendwie, ja. Damit es dann eben wieder genießbar wird, weil Hunde füttern, ja toll. So eine große Hundearmee kann ich mir nicht mal anschaffen, dass ich die damit versorgen müsste. Da würde ich, glaube ich, jeden Server mit in die Knie kriegen irgendwann. Ja. Und leider habe ich bis jetzt immer noch nicht einen Priester gefunden, der mir Gammelfleisch abkauft. Ja, auch nicht. Es war ja damals so, hey, Priester in Dörfern sollen dein Gammelfleisch kaufen für irgendwas anderes Sinnvolles. Ich habe es aber noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wie kommst du denn hier rein? Ich habe einen Zombie-Villager. Oh. Ich sehe hier Sand und das gefällt mir ganz und gar nicht. Hey, komm her. Oh, tut mir leid, muss sterben. Ich erlöse dich. Oh, er hat mir sogar noch die Fackel des Friedens gereicht. Warum klingt das bei dir immer nicht so überzeugend? Na, weil ich ihn totgehauen habe? Ich glaube, ich sollte auf den Dächern auch Licht drauf bauen, weil dort... Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Spornen, Jor. Und irgendwo hier höre ich hier so ein Knochengerüst noch. Upala, Verzeihung. Bist du denn? Hallo? Du nicht. Knochengerüst. Ach, da hinten. Ja, guck mal. Edge Badge, kommst du nicht rein? Niemand unter einem BMI von 0 kommt hier rein. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, aber Knochen werden die... Nee, Knochen werden nicht dazu gezählt. Entschuldigung. Entschuldigung an die Zuschauer, falls sich da jetzt irgendwer vor den Kopf geklatscht hat, aber ganz ehrlich, ich kümmere mich um so eine Scheiße nicht. Nee, es ist auch absolut nicht. Es interessiert mich nicht mal die Bohne. Richtig, ich weiß ja, wie mein Idealgewicht wäre, wenn es nach BMI ginge und ich glaube nicht, dass das aussehen würde und zu mir passen würde. Weil da müsste ich auch, glaube ich, 67 Kilo oder was runter. Naja. Wäre dann ideale Beam. Ja, mit meinem breiten Kreuz, 67 Kilo. Du weißt ja noch, wie ich mit 80, also mit 82, 83 Kilo ausgesehen habe. Da weiter drunter wäre ja schon fast fahrlässig. Fahrlässige Körperverletzung, ja. So. Und weitere gehaltsvolle Themen werdet ihr dann in der zweiten Halbzeit zu hören bekommen,
Wir haben genau. Die erste Halbzeit erreicht. Es steht unentschieden. Wir nerven uns beide gegenseitig gleichermaßen. Wie üblich, aber wir können noch besser. Ja, wir können noch schlimmer. Ja, also, vielen Dank erstmal soweit und jo. Bis gleich. Tschüss.